Hallo, wir sind's, die Piranhas. Herzlich Hallo. Willkommen zu Piranha Becken TV. Genau. Heute wird's technisch. Ein bisschen. Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe von Technik gar nicht so viel Ahnung. Nicht mehr. Ne? Das würde ich jetzt so nicht stehen lassen. Viel Ahnung in Relation zu was und wem. Ja, ich würde sagen, ich bin so der typische Zocker. Aber ich bin ja auch Entwickler. Aber als Entwickler kriege ich meistens sehr viele technische Fragen, die ich meist gar nicht beantworten kann. Weil ich kein Progi bin oder Grafikprogrammierer oder irgendwie sowas. Das ist ja aber auch schon sehr speziell. Ne? Ja, das ist schon speziell, das stimmt. Aber man sollte das ja, weil du bist ja Entwickler, sollte man doch eigentlich wissen, oder? Bisschen was kann man ja auch, aber ja. Eben nicht die ganz spezifischen Sachen. Die spezifischen Sachen. Jeder alles könnte. Ja. Wie ist das eigentlich mit High-End? High-End heißt, dass man das Aktuellste, den heißen Scheiß gekauft hat. An genau. Technologie, die es überhaupt gibt. Ja, für teuer Geld und. Mhm. Ja. Gibt da so ein paar schöne PCs auf dem Markt, ja. Die richtig cool sind. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, wie oft wechselst du eigentlich deine Hardware? Bist du eigentlich immer High-End? War interessant. Und die haben Folgendes gesagt. Jetzt seit einer Weile tatsächlich nicht mehr. Ich habe vor ziemlich genau 2 Jahren hatte ich mir einen neuen Rechner geholt und seitdem nur noch eine Grafikkarte nachgerüstet, mal eine neue SSD, aber seitdem nicht mehr und ich gehe auch ab davon, weil mir wird das mittlerweile zu teuer. Ich gehe immer mehr weiterhin zu Konsolen. Puh, nö, nicht wirklich. Zum einen spiele ich eigentlich die meisten Spiele auf der Konsole und daher wechsle ich da alle 5 Jahre. Mein PC selbst, wenn ich mir einen neuen kaufe, dann kaufe ich mir eigentlich immer so den neuesten Scheiß dann, aber dann habe ich dafür wieder für einige Jahre Ruhe. Ich bin nicht immer up-to-date, nein. Vor allem geldtechnisch ist es immer schwierig, up-to-date zu bleiben. Das ist das ganz, ganz große Problem dabei. Ich würde gerne immer up-to-date bleiben, aber ich muss halt mit dem arbeiten, was ich dann auch mir finanzieren kann. Ich habe mir eins zusammenstellen lassen, der ist jetzt 6 Jahre alt und war damals up-to-date, richtig, konnte alle Sachen zocken. Den habe ich jetzt immer noch. Ich habe den nicht upgegradet, gar nichts, weil ich hauptsächlich halt, was so AAA-Titel anbelangt, eher auf meine Konsolen zurückgreife. Wenn es kaputt ist, also bei meinem Laptop zum Beispiel, wenn dann die Tastatur endgültig den Geist aufgibt oder so, also von daher, ich habe da teilweise das gleiche Gerät 4 Jahre, also. Nein, High-End bin ich auf keinen Fall. Ich mache das immer so weit, dass ich auf gehobenem Mittelmaß alles spielen kann und da reicht eigentlich die Technik von vor 2 Jahren meistens. Erst wenn ich muss. Hätte ich nicht gemusst, wäre mein Computer immer noch der gleiche wie vor 2,5 Jahren. Im Wesentlichen eine Geldfrage, weil High-End ist immer geil. Also je besser, je früher, desto cool eigentlich. Kann man nicht immer unbedingt davon ausgehen, dass das so ist. Dass wirklich jeder auch einen High-End-Rechner zu Hause hat. Gab ja immer diese ominösen Aldi-Rechner. Mhm. Wie ist das? Aldi-Rechner war so ein Begriff, früher mal zumindest, weil Aldi sehr viele Rechner verkauft hat. Und zu der Zeit, wo wir angefangen haben, Computerspiele zu machen, da war der Begriff der Aldi-Rechner dann immer das, woran man sich orientiert hat. Das ist der Standard. Das ist jetzt das, was die meisten Leute zu Hause haben. War das High-End? Naja, wenn ich immerhin so viel Geld ausgebe, dass ich den neuesten PC aktuell, der standardmäßig jetzt auf dem Markt ist, kaufe und zu Hause stehen habe, würde ich das durchgehen lassen. Damit ist ja nicht der neueste 20.000 Euro Rechner, den gerade irgendwie Firma XY irgendwie erfunden hat, gemeint in dem Zusammenhang. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie... Das Problem auch damals wie heute ist, wie lange hält der Kram denn eigentlich? Ja, das heißt, ich kaufe mir jetzt den Aldi-Rechner, hab den da stehen, denk cool. Boah, es gibt ja auch noch Penny und Lidl und, ne, also. Kann ich die neuesten Spiele jetzt drauf spielen, die gerade auf dem Markt sind und so? Ja. Und dann mache ich das auch. Ja. Und ein Jahr später kommt ein Spiel raus und ruckelt. Hättest du mal 20.000 Euro letztes Jahr investiert. Genau. Dann warte ich 3 Jahre und es ruckelt. Aber dann hast du 5 Jahre Ruhe, oder wie lange hat man Ruhe? Ja, 3 bis 5, höchstens. Wie ist das bei euch? Wie oft wechselt ihr eure Hardware? Mhm. Oder ich kaufe eine Konsole, dann warte ich irgendwie 8 Jahre und kaufe mir die nächste? Das ist natürlich einfacher, ja, Konsole zu kaufen.
Es ist ja dieses typische Thema irgendwie, warum will ich das überhaupt? Der Vorteil bei dieser Geschichte beim PC ist natürlich, wenn eine einzelne Komponente nur veraltet, aber die anderen Sachen noch geil sind, kann ich den aufrüsten. Hm. Ich könnte mehr Arbeitsspeicher reinpacken. Ich könnte mir eine coolere Grafikkarte kaufen. Ich kann einen geileren Lüfter einbauen oder und dann läuft mein PC besser, schneller und länger. Ab wann ist es denn ein komplett neuer Rechner? Wird denn das Motherboard austauscht und die anderen Komponenten wieder reinstockt? Ist auch eine Philosophiefrage. Dann ist es aber kein komplett neuer Rechner. Das ist kein komplett neuer Rechner. Nee. Warum nicht? Weil das Gehäuse nicht und das Laufwerk nicht und die Grafikkarte nicht. Da macht man halt und irgendwie die Festplatte nicht und Rumpel. Ja. Habt ihr überhaupt Ahnung davon? Wisst ihr, wie das geht? Ich wüsste zumindest, wie man die zusammensteckt, die Sachen. Mhm. Wahrscheinlich ist es heutzutage auch einfacher, als es damals war. Ne? In diesem ganzen erstmal Betriebssystem drauf und hast dann nicht gesehen. Das heißt, wenn man heute einen Rechner kauft, ist meistens das Betriebssystem ja schon drauf. Ja, aber ich glaube, das ist im Grunde genommen ja derselbe Scheiß wie damals, oder? Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl. Mhm. Hat sich nicht viel getan. Es ist einfacher geworden. Also man hat, also für mich jetzt, ja, tendenziell eher, dass die Sachen eher funktionieren, anstatt dass sie inkompatibel sind. Früher waren Sachen auch mal inkompatibel, hat man was gekauft, ach scheiße, das passt nicht in meinen Bus oder so. Ich finde es sehr viel komfortabler, dass man sich das heute einfach zusammenklicken kann. Das heißt, du kannst vorher im Internet gucken, was ist denn jetzt eine coole Grafikkarte? Was sind die Vor- und Nachteile? Guckst du dir irgendwie so ein, zwei Berichte darüber an, was die kann, was will ich eigentlich, was soll die können und so, ne? Also es gibt ja Leute, die zocken, das ist die eine Sache. Wonach entscheidet sich denn überhaupt, was ich brauche? Nach dem Spiel, was ich jetzt gerade spielen will? Oh, kommt nächste Woche auf den Markt, was brauche ich denn dafür jetzt für einen Rechner? Oder, dass ich vielleicht sage, nö, das Ding muss viel mehr leisten können. Wer zum Beispiel streamt und gleichzeitig ein grafikfressendes Monsterspiel spielen möchte. Sowas haben wir ja noch nie produziert, ne? Ja, dann habe ich ein Problem, wenn ich einen Rechner habe, der das nicht packt, ne? Dann gibt es Leute, die haben dann zwei, ne? Die alte Möhre, die streamt, und die andere Möhre, die spielt, oder was weiß ich, ja? Der Streaming-Rechner. Und es gibt Leute, die wollen es alles auf einem haben, und das muss dann auch funktionieren, und das Ding muss das trotzdem packen, ohne dass es irgendwie ächzt und sich selbst verbrennt oder was. Und, oder so Leute irgendwie, Videoschnitt zum Beispiel, ne? Wir labern euch jetzt hier in die Kamera und anschließend wird dieses Video, was wir hier jetzt gerade produzieren, geschnitten. Von mir. Genau. Hast du jetzt so ein Programm am Start, womit du das zusammenschneiden kannst, einen Tonspur runter und was nicht alle? Und dann hast du so eine alte Möhre, die dann rendern muss. Und dann dauert das irgendwie jahrelang, bis da will man ja auch nicht. Da möchte man ja wenigstens einen PC haben, der dann auch zack irgendwie den Kram berechnet in der adäquaten Zeit. Ich habe einen zweiten Rechner, der mir das, ich mache während der Arbeitszeit, und der sozusagen die Arbeit übernimmt an der Stelle, das Rendern. Ja. Während ich was anderes mache, während ich an andere Dinge arbeite. Mhm. Na, beim Schneiden sitze ich dann ungefähr eine Stunde dran. Ne, bis das geschnitten ist, das Ding, und den Rest macht dann sozusagen der Rechner. Und der muss ja kein High-End sein, weil es spielt ja keine Rolle, ob es jetzt 2 Stunden oder 3 Stunden dauert. In deinem Fall ist das ja auch schlau, aber wenn du jetzt zu Hause irgendwie Spaßvideos machst irgendwie, dann kannst du ja nicht erwarten, dass die Leute, ne? Also du möchtest auch nicht so lange dann darauf warten müssen und so weiter. Und dann wäre auch das zumindest ein Kriterium dafür, dass ich einen schnelleren Rechner haben will. Ja gut, schnellerer Rechner ist immer geil, ne? Aber ist ja so. Was nutzt ja nichts. Das ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Ich fand zum Beispiel total geil, die Platten. Ja? Machst deinen PC an, ist an. SSD-Karten. SSD, ja, genau. Festplatten. Richtig. Mhm. Ja, das finde ich viel, viel, viel schöner als die das nicht können. Und du wartest dann erstmal. Das war ein Quantensprung. Boah. Da war es auch gar nicht mal so wichtig, ob die Grafik irgendwie geiler ist. Sondern das war tatsächlich ein Quantensprung, ja. Wo das Betriebssystem wupp da ist. Mhm. Das hat man wirklich gemerkt. Das wollte man dann auch haben. Ja. Da wollte man High-End haben an der Stelle. Ja. Und da hat sich das auch da tatsächlich gelohnt, richtig Kohle zu investieren. Mhm. Bei Grafikkarten, ne, gab ja mal eine Zeit lang, Grafikkarten nicht zu kaufen. Stimmt. Weil die Rechenpower von den Grafikkarten für was anderes verwendet wurde. Mhm. Was wir meinen ist Bitcoin-Mining. Das heißt also, dass tatsächlich Leute diese Grafikkarten gekauft haben, um sie rechnen zu lassen, um
diese Rechenaufgabe, diese Bitcoin-Geschichte da hatte, zu lösen, um dann einen Bitcoin zu erzeugen. Und es, wenn man dann eine geile neue High-End-Grafikkarte haben wollte, da gab es keine. Weil irgendwelche Leute Bitcoins gerechnet haben. Ist das immer noch so? Weiß ich gar nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Na. Das ist bestimmt irgendwann abgeebbt und man merkt es nicht mehr so. Mhm. War aber eine Zeit lang. Ist gar nicht so lange her. Ein Jahr oder so? Etwa, ja. Mhm. Ja, krass. Mhm. Da war nichts mit High-End. Da hättest du das Geld da ordentlich auf Kohle. Ne? Mhm. Ja. Kannst du dir ja nicht leisten. Also wäre es dran gekommen, aber das will dann keiner bezahlen. Ne? Das, dann kostet ja irgendwie die Grafikkarte genauso viel wie der PC mit allen Komponenten, die du haben willst. Und ob sich das dann für die Leute, die sich das gekauft haben, gelohnt hat? Keine Ahnung. Werden sie sich schon wo ausgerechnet dem haben. Dem einen ja, dem anderen nein, würde ich vermuten. So ist das mit Goldrausch. Mhm. Derjenige, der die Schippe und die Kelle da verkauft, der hat den meisten Gewinn dabei gemacht. Ja. Würde ich vermuten. Ja. Hier geht ja auch der Umkehrschluss, ne? Ich kaufe mir jetzt die geilste, neueste Grafikkarte, die auf dem Markt ist. Kann aber sein, dass verschiedene Software-Sachen oder Spiele darauf noch gar nicht funktionieren, weil die Treiber noch gar nicht funktionieren oder so. Und das oder das noch neue DirectX noch gar nicht richtig angesprochen wird. Oder sowas, ne? Das heißt, da fehlt dann einfach noch Nacharbeit. Dann habe ich das Geilste, was auf dem Markt gibt, und es funktioniert nicht richtig. Das ist natürlich auch ärgerlich, ne? Dann möchte ich jetzt irgendwie loslegen und irgendwie gestochen scharf mein schönes Spiel mir angucken. Und das läuft noch nicht. Also High-End ist nicht immer geil. Ja, vielleicht ist das so ähnlich wie mit anderen Dingen auch. Vielleicht lohnt es sich, sich da mal eine Review anzugucken und zu warten, ob denn jetzt überhaupt schon das, was ich damit machen möchte, bedient wird. High-End ist ja auch die Software, das heißt das Betriebssystem. Hat ja mit der Hardware nicht viel zu tun, sondern ist ja das Windows oder was auch immer, was man da hat. Das hat natürlich dann auch so seine Anfangsphase, wenn man es dann kauft und teuer kauft, weil es dann neu ist. High-End ist in dem Moment. Da gibt es ja auch sehr viele Meinungen darüber, welches Windows jetzt cool war am Anfang und welches nicht. Immer die geraden Zahlen, ungeraden Zahlen. Ihr könnt euch da besser aus als ich, ja. Aber es ist schon so eine Sache, High-End macht auch Probleme, kann Probleme machen. Mhm. Das ist das, was du meinst. Ja, ich weiß, als diese ganzen Rechner auf den Markt kamen, irgendwie, ja, die geilsten Spielrechner ever, irgendwie mit 4 Kernen zum Beispiel, gab es viele Spiele, die darauf überhaupt nicht mehr liefen. Da musste man die Hälfte abschalten, damit das Spiel überhaupt lief. Und dann lief das nur auf einem Pott und dann war es genauso schnell wie der Pentium 63 da am Ecke da. Und da muss man tatsächlich sich erstmal im Internet vielleicht schlau machen, ob sich das überhaupt lohnt für einen oder nicht. Ja, und die Konsolen? Ne, was vorhin so schön gesagt, das ist ja eigentlich dann easy. Wir müssten ja eigentlich alle sagen, ach, kauf mir eine Konsole, darauf funktionieren die Spiele wenigstens alle, ne? Aber da gibt's natürlich auch wieder so Haken und Ösen, die man vielleicht nicht haben will. Man hat einen Bunch of alte Generation, Current Generation Spiele, die potenziell auf der neuen gar nicht mehr laufen, weil es nicht abwärtskompatibel ist. Auch. Dann hat man eine zusätzliche Konsole im Haus. Mhm. Haben wir beispielsweise. Ja. Gut, jetzt muss man dazu sagen, wir haben eine 360 und eine PlayStation 4. Das ist schon sehr exotisch. Warum sind wir geswitcht? Naja. Weil die Spiele, die wir spielen wollten, halt gerade auf der Konsole liefen. Genau. Ja, zum Beispiel. Ja. Ist aber auch oft so, dass wenn wir ein Spiel spielen auf der Konsole, dass die Ladezeiten viel länger sind bei vielen Spielen als auf dem PC. Dann bist du wieder bei PC Master Race. Da in dem Falle ja, schon. Consolero-Frage irgendwo. Mhm. Ist dann die Sache, wenn du da eine neue Konsole kaufst, direkt hast du da ein Problem, dann bist du auch darauf angewiesen, dass auch nur die paar Spiele, die bis dahin darauf entwickelt worden sind, dann nur funktionieren. Mhm. Switch. Die meisten Leute haben sich die Switch gekauft wegen Zelda. Mittlerweile gibt es mehr Titel, aber ganz am Anfang hat man Switch und ein paar Dinger und Zelda gekauft. Mhm. Das heißt, das war irgendwie dann auch so eine Sache. High-End zu sein an der Stelle bedeutet, dass man dann auch das Angebot, irgendwie, dass sich das sehr, sehr einengt. Das habe ich jetzt vor 2 Tagen noch gelesen. Die haben so eine Umfrage gemacht, Nintendo, oder ich weiß nicht, ob Nintendo der Auftraggeber war. Auf jeden Fall, wie viele Spiele im Durchschnitt, wie viele Spiele hat ein Switch-Spieler zu Hause?
Wenn du sie zusammenzählst irgendwie und dann einen Durchschnitt machst. Warte mal, wie viele haben die? Ich hätte jetzt gesagt 5. 3. Oh, das war die Auswertung. Das ist nicht viel. Mhm. Genau. Ne? Da gibt's irgendeinen, der hat 10 vielleicht, ne? Und der andere haben nur das Spiel, was es zu der Konsole dabei gab. Ist ja auch okay. Spiele sind ja auch cool. Nur hat damit zu tun, weil High-End, und es dauert noch ein bisschen, irgendwann kommen die Spiele, werden die vielleicht auch günstiger und so weiter, dass man sich die vielleicht mal ein paar mehr dazulegt und da habe ich sowieso immer mal Bock drauf gehabt, kaufe ich mir mal, dann kriegt man da mehr. High-End bedeutet, dass man dann aber auch von der Software her sehr eingeschränkt sein kann. Ja. Es ist nicht immer total geil und schneller und besser. Mhm. Es hat neue Features. Die Switch kann man mit rumtragen, auf dem Bildschirm tun und solche Dinge. Ja, mit den, man kann die Controller abmachen und. Es hat ja geile Gadgets. Ja. Das ist cool. Das ist der Benefit. Mhm. Der Umfang ist dann halt wieder so eine andere Geschichte. Mhm. So, da muss man halt jedes Mal sich entscheiden, was möchte man gerne haben. Ja. High-End ist schon so eine Sache. Da hat man viele Fragen zu beantworten. Ja. Apropos Fragen beantworten. Ja. Hast du eine Community-Frage? Ja, habe ich. Und sie blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Und versucht die Community-Frage gerade auswerten, wenn ich das ist aber eine lange Frage. Lest du doch vor. Wo seht ihr Piranhas? Wo seht ihr Piranha Bytes als Firma in mehreren Jahren und Jahrzehnten? Und wie lange können wir als Konsumenten Rollenspiele von euch mit eurem speziellen Flair erwarten? Ist die Frage. Und die Antwort ist einfach. Solange wir laufen können noch, ne? Arbeiten können. Ja. Weil Bock haben wir. Wir haben diesen Scheiß hier jetzt schon so viele Jahre gemacht und ich könnte mir auch keinen besseren Beruf oder sowas vorstellen als das hier. Und bisher hatten wir dank euch da draußen auch immer den nötigen Erfolg, dass man das hier weiterführen kann. Ja. Und da haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Wir finden das cool. Und wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich kann mir eigentlich keinen besseren Job vorstellen als jemand... ein Piranha zu sein. Ja, die Ideen gehen uns auch nicht aus. Also, ne? Wir planen immer von Projekt zu Projekt und wir haben auch immer Ideen für neue Projekte. Also so ist es auch nicht. Da haben wir noch ein paar Ideen und wir arbeiten jetzt ganz fleißig aufs Nächste zu. Aufs Nächste. Ja, also aufs Nächste. Wir haben ja noch kein Announcement, ne? Da kann ich ja nichts zu sagen. Ja, das ist immer. Es brennt einen auf die Zunge und so, ne? Aber das ist auch so eine Triebfeder. Das ist halt so ein Ding, so, wir sind mit Leidenschaft dabei. Und wir sind's noch nicht leid. Wir sind's so gar nicht leid. Wir haben eigentlich total Bock drauf. Ja. Und wenn man zu Hause sitzt, dann denkt man auch über die Arbeit nach und möchte gerne da wieder, dass das funktioniert und so weiter. Das heißt, wir sind mit Leidenschaft dabei und so. Und deswegen, das wird noch hoffentlich lange so sein. Andauern, genau. Ne? Weil wir haben da tatsächlich Bock drauf auf die Sache. Und solange ihr das mitmacht, werden wir vermutlich auch das mitmachen. So sieht's aus. Wir hoffen, dass wir da jetzt eure Frage beantwortet haben. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt bitte eure Kommentare unten rein, weil die lesen wir alle. Und wir freuen uns über jeden Kommentar. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ja, das ging ja hier flotti Karotti, wa? Ja, und wir haben irgendwie die ganze Zeit die Trophybox vergessen. Dann müssen wir die beim nächsten Mal bringen. Das ist eine gute Idee.